Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Two Point Hospital hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und gleich gibt's Preise, da sind sie schon. So, dann wollen wir nochmal hier die Gesundheitspreise. Oh, steigender Stern, vielleicht haben wir den wieder gekriegt. Hat jemand gekriegt aus unserem Krankenhaus. Arbeitgeber des Jahres. Na, da hoffe ich doch mal drauf. Jawohl. Und dann keine Todesfälle. Ich glaube, da kommen wir nicht hin. Ich glaube, wir hatten einen. Ja. So, bestes Lehrkrankenhaus. Da könnten wir was kriegen, weil wir haben jetzt ja durchaus ein paar Leute ausgebildet. Ja, haben wir auch gekriegt. Sehr schön. So, den Patientenpreis. Naja, das werden wir aber nicht gewinnen. So, Krankenhaus mit dem höchsten Prestige. Das werden wir wahrscheinlich auch kein zweites Mal kriegen. Das haben wir fast gedacht. So, beste Forschung haben wir auch nicht. Ja, und das Krankenhaus des Jahres. Sind wir auch nicht. Na gut, aber immerhin drei Preise schon mal abgeräumt. Einer mehr als beim letzten Mal. Gut. Dann haben wir hier zwei Beförderungen. Wahrscheinlich die beiden, die gerade bepreist wurden. So, Weiterbildung benötigt. Ja, jetzt erstmal nicht. So, gut. Okay, also hier ist auf jeden Fall der Medikamentenmixer 2 schon mal drin. Und wir können jetzt bauen eine Forschungsstation. Müssen wir ganz kurz gucken, wie das hier da ist. Muss die denn mindestens sein? Mindestens 4 mal 3. 3. Hm. Ah, können wir machen, ja. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? So. Oh, das sieht ja auch steckig aus. Okay. Oh, das bauen wir so hin hier. Oder? Dann bauen wir so hin. Ach, davon kann man mehrere machen. Okay. Dann machen wir 2. Dann brauchen wir einen Aktenschrank. Das ist bestimmt sehr teuer. So, also der Aktenschrank nicht, aber das hier alles aufzubauen. So, der Dingsbums hier, einen Heizkörper natürlich hier rein. Die sollen ja nicht frieren hier drin. So, kann ich da in dazwischen stellen? Geht das? Kriege ich hier hin? Geht da hin. So. Gut, der Psychiater, der ist hier gerade nicht da. Dann machen wir jetzt hier mal einen Haken dran an dem ganzen Ding. So, Forschung. Um ein Forschungsprojekt zu starten, klicke wieder auf Station und setze einen Gang im Zimmer ab. Auf dem Forschungsbildschirm kannst du dann verfügbaren Projekte auswählen. Sobald ein Projekt begonnen hat, brauchst du einen Arzt mit Forschungsausbildung, um Forschungsarbeit durchführen zu können. Also, ja, durchzuführen. Je nach Forschungskompetenz trägt dieser Arzt dann bei seinem Forschungsprojekt bei. Ah, okay. Forschungserkenntnisse werden durch die gesamte Organisation zugänglich gemacht, genau wie unsere Entdeckung. Du kannst ein Projekt in einem Krankenhaus beginnen und in einem anderen Krankenhaus fortsetzen. Ah, okay. Gut. Also hier schwebt erstmal ein Geist rum, das ist nicht so doll. Wir müssen jetzt hier erstmal einen Forscher ausbilden. Da ich jetzt nicht so viele Ärzte habe, dass ich da jetzt welche über habe, werde ich jetzt erstmal einfach zwei neue einstellen. Oh. So, wie hieß der andere hier? Ochsenbrust und Borten. So, verfügbare Kurse, Forschung. Ausbilder, dieser hier. Und dann werden hier unten Barton und der werden Forscher. Wo starten? So, dann haben wir nämlich zwei Forschungsärzte. Vorerst, hier ist wieder einer mit einer Verfärbung drin. Kann ich den Nachricht öffnen? Schicken wir erstmal nach Hause. Zirkusprobleme. Ja, komm, hol die mal rein. Krankheit, Discofieber entdeckt. Okay. Farbtherapie benötigt. Nach Hause schicken. Und hier haben wir. Hier. Nein. So viel hier Kardiologie, werden wir so schnell nicht kriegen. So. Gut. Da kriegen wir auf jeden Fall noch, glaube ich, Dreierräume rein, aber der Gang wird ziemlich schmal. Das ist aber erstmal nicht weiter schlimm. Und der Pip ist da und da geistert ein Geist rum. Das ist natürlich auch nicht so schön. Was haben wir denn hier schon alles? Eine Töpferei bräuchte man noch. Könnte ich ja nicht hier hinten genau reinkriegen, ne? Ach, die passt ja genau rein. Ist ja gut. Dann können wir hier noch eine Enttöpferung machen. Haben wir einen Raum mehr, an dem wir Geld verdienen können. So, dann machen wir. Achso, ich kann mir auch noch eine Pflanze ausbilden. Mitarbeiter sollen sich auch wohlfühlen. So. Dann Heizkörper. Mülleimer habe ich noch gar nicht mit. Ist auch kein drin? So.
Desinfektion, ja, das können wir machen. Das ist ein Ärztezimmer, da haben wir mit Kranken drin zu tun. Pflanzen haben wir schon. Da sind wir noch durch, da haben wir noch einen Haken dran. So, dann haben wir nämlich eine Tepper-Maschine auch. So, die Zirkus-Heinis sind hier. 7 Mann. Ruhe bringt 9000, auch wenn es viel schlägt. Ja. Wenn du davon 7 hast, hast du schon mal 63.000 verdient. So. Ist die Ausbildung fertig? Forschung? Noch nicht ganz. So. Gibt gute Neuigkeiten. Milton-Universität hat uns 5000 für den Abschluss von der Batterie aufgegeben. Ja, sehr schön. Das heißt, wir haben die beiden jetzt hier. Gut, dann werden wir jetzt natürlich beim Personal sagen, unsere beiden Doktoren hier, die wir jetzt gerade ausgebildet haben. Warte mal, Ärzte, Zuweisung, Forschung. Die sollen mal hauptsächlich in die Forschung gehen. Und eventuell ein bisschen Allgemeinmedizin mal, nein. Allgemeinmedizin soll auch nicht machen. So. Müssen sowieso noch welche einstellen. So, die sollen nur in die Forschung gehen. Und hier werden wir dann nämlich ein Forschungsprojekt starten. Was hatte ich denn hier? Ein Forschungsprojekt. Da. Farbtherapie. Oh, guck mal hier. Flüssigkeitsanalyse, Spritzenhaus und Röntgenstrahlenröhre. Uiui. So. Projekt starten. So, da können da denn zwei rein. Und die unterhalten sich hier gegenseitig. Auch nicht schlecht. Okay. So. Ich bräuchte noch ein paar Bänke hier vor diesem wunderschönen Zirkustherapiebaum. Da ist einer weggestorben. Das ist natürlich nicht so schön. Aber es passiert. So, dann haben wir hier die Forscher, die jetzt hier mit Forschungsprojekt Farbtherapie machen. Geld haben wir auch jede Menge. Was ist das hier? Farbtherapie benötigt. Nach Hause schicken. Update zur Öffentlichkeitsarbeit. Oh, sehr schön. 8 Ruf und 10 von den Dingern da wieder gekriegt. Neue Krankheit entdeckt Entenschnute. Unsere Ärzte haben neue Krankheit entdeckt Entenschnuten. Der unkontrollierte Drang, angesichts einer Kamera die Lippen zum Kussmund zu schürzen. Ah, schürzen ist natürlich auch ein schönes Wort. Du hast das letzte Mal schon gesagt. Er wird durch den auffälligen selbstverliebten Gedanken in der Geruchshirnrinde verursacht. Ein Psychiater muss die übermäßige Egozentrik in einem Becher abzapfen und in einem Verbrennungsofen sicher beseitigt werden kann. Wir werden den Patienten sofort zur Behandlung schicken. Petrie. Herausforderung. Was soll man machen? Verdienen 100.000. Mal machen. Farbtherapie benötigt, ja. Erstmal nach Hause schicken, weil das ist jetzt gerade erst ein Projekt. So. Ist jetzt ein Forscher drin? Wo ist der zweite eigentlich? Ist er da mit dabei irgendwo oder nicht? Hoffe einfach mal. So, der Psychiater hat hier natürlich jetzt richtig zu tun. Ich sehe schon, ich glaube, wir müssen auch noch eine Psychiatrie machen. Ja. Gut, dann werden wir den Raum mal hier kopieren. Und dann müssen wir jetzt noch einen Psychiater ausbilden, ne? Ich brauche noch Ärzte. Brauchbar noch, eins. Personal. Ärzte. So. Dann hier gerne nochmal verfügbare Kurse. Psychiatrie. Ne, der Herr Moos macht das nicht. Der muss arbeiten. Aber die kriegt das nochmal und er kriegt das auch nochmal. Dann haben wir nämlich 3 Psychiatoren, ein Psychiater. So. Und die anderen muss ich jetzt nach und nach auch Diagnostik 2 geben. Allgemeinmedizin. Und dann muss ich natürlich Diagnostik machen. Irgendwas durchgeflogen, was so ein bisschen merkwürdig aussah. Achso! Naja, ein Helikopter ist einer angekommen, okay. Wie sieht das jetzt hier aus mit der Farbtherapie? Das scheint ja doch relativ schnell zu gehen, so ein Forschungsprojekt, ne? Das scheint echt relativ schnell zu gehen. So, hier die Leute, die sind erstmal ganz gut. Depriminator, das ist ganz gut gelaufen. Heile einen Patienten in Farbtherapie. Achso, ja, okay. Sondermeldung. 3 von 7 Patienten geheilt. Minus 5 Ruf. Wir haben nicht genügend Clowns geheilt. Das ist natürlich nicht. Von nach Hause spielen. So, die Farbtherapie wird noch was. So, und dann müssen wir nämlich natürlich hier einen. Den Raum mal kopieren. Forschungsprojekt abgeschlossen. Gut gemacht. Wir haben ein Forschungsprojekt abgeschlossen. Kann nun
von der gesamten Organisation genutzt werden. Nach Abschluss eines Projekts versuchen sich Forscher anderswo einen neuen Beschäftigung. Es sei denn, wir starten ein weiteres Projekt, während wir neue Entwicklungen machen und weitere Gebiete des Bounties bereisen. Was? Achso, wir werden unsere Eierköpfe neuen Forschungsfeldern vorschlagen. Halte also nach neuen Projekten Ausschau. Alles klar. Ich wollte den Raum bitte gerne mal kopieren. Dankeschön. Und wollte den jetzt mal hier erstmal hinpflanzen. Haken dran machen. So. Wir kriegen bald neue Psychiatoren. Psychiatoren. Keine Ahnung, wie man die nennt. So, aber hier können wir natürlich jetzt sagen. Upgrade Farbtherapie. Ja, das könnte man natürlich. Ah, okay. Farb einmal 2. Flüssigkeitsanalyse. Entwickle eine Maschine, Patienten Körperflüssigkeiten zu entnehmen. Diagnose und wenn außerdem. Enorm Unterhaltungswert. Aha. Spritzenhaus. Entwickle einen Apparaten, der Patienten ohne menschlichen Eingriff Injektion verabreichen kann. Wir könnten sich hier anstecken. Ah. Weiterbildung, Forschung. Forschung 2. Ausgabe, Forschung 2. Warten wir erstmal das, dass wir dann weiterbilden können. So, Forschung abgeschlossen. Das sieht gut aus. Patientenerforschung, Herausforderung abgeschlossen. Okay, das hat erstmal wieder Belohnung, 20+20% gebracht. Forschung abgeschlossen, Belohnung, Farbtherapie. Wir können jetzt also eine Farbtherapie bauen. Dann werden wir doch mal eine Farbtherapie bauen. Wo ist denn hier die Farbtherapie? Da ist die Farbtherapie. Wie groß muss es denn sein? 4 mal 3. 3 mal 4. Das sieht ja schon mal geckig aus, das Ding. So. Hat auch einen Pult. So. Dann haben wir das. Dann können wir jetzt einen Feuerlöscher. Einmal Desinfektion, bitte. Ein Heizkörper. Kriege ich da hinten in die Ecke noch einen reingemogelt? Ja, das geht. Und dann würde ich gerne hier vorne noch einen reingemogelt kriegen. Geht auch. So, ein Pflänzchen zum Wohlfühlen. Und... Mülleimer. Haben wir Mülleimer drin? Ne, Mülleimer aber nicht drin. Den müssen wir natürlich auch noch einbauen. So. Und dann haben wir hier eine Farbtherapie. Das sieht doch schon mal ganz gut aus. So. Da hat einer Psychiatrie erlernt oder noch einer Psychiatrie erlernt. Das ist sehr gut. Gute Neuigkeiten. Okay. So, dann würde ich jetzt ganz gerne noch... Eigentlich mal Stationsverwaltung würde ich gerne mal... noch ausbilden lassen hier. Dann nehmen wir ruhig die 4 unteren hier und holen uns einen eigenen Ausbilder und starten den Kurs und stellen uns dann natürlich aber ein paar Krankenpfleger ein. Ja, das reicht. Hier machen wir jetzt erstmal da rein. So, und dann müssen wir natürlich noch ein paar Schwestern mit Diagnostik machen. So, jetzt haben wir so viele Farbtherapie-Patienten nach Hause geschickt. Jetzt kommt keiner mehr, wenn wir sie erforschen. Nee, doch, da ist einer. Der rennt da gerade durch die Gegend, alles klar. So, die werden jetzt hier für Stationen geschult. Das finde ich ganz gut. Das sollte auch hoffentlich so sein. So, neue Krankheit entdeckt, aufgeblasenes Ego. Unsere Ärzte haben eine neue Krankheit entdeckt, aufgeblasenes Ego. Eine gefährliche Aufstauung narzisstischer Gedanken bleibt beim Aufgeblasenen. So. Unbehandelt, beginnt es aus jeder Pore zu tropfen. Uiuiui. Was für jede Person in unmittelbarer Nähe höchst unangenehm werden kann. Ein Psychiater muss mit dem riesigen Stecknadel das Ego vorsichtig ablassen. Den Patienten sofort in die Behandlung schicken. Psychiatrie. Alles klar. Weiterbildung benötigt? Ja, jetzt erstmal nicht. Gut. Also Psychiatoren oder Psychiater, die wir da besitzen, die müssen wir natürlich dann jetzt alle nochmal früher oder später... derartig bearbeiten, dass da natürlich auch nichts großartig was passieren kann. So, die Psychiater, die machen alle nur Psychiatrie. So, und die machen den Rest hier, ne? Das ist natürlich auch noch so eine Sache. Ja, die haben alle kein Behandlungsgeschick, ne? Da müssen wir eigentlich, jetzt müssen wir die alle einmal durchnudeln und denen eigentlich... Also eigentlich würde ich den ganz gerne erstmal den Arztdienst 2 verpassen. Wenn jetzt hier das hier fertig ist mit dem... Ah, wir müssen ausbilden. So. Was haben wir hier? Zirkusproblem. Ja, wir haben den Ruf wieder ein bisschen hochgekriegt. Da kann ich ja mal 5 Ruf wieder riskieren.
Probieren wir es einfach mal. Weiterbildung benötigt. Jetzt nicht. Beförderung. Ja, gerne. Das ist ja das Nächste. Wenn ich dir eine Ausbildung brauche, sie alle wieder mehr Geld. Kriegen eine Beförderung. So. Bin mal gespannt, wer da in der Farbtherapie, ob da einer arbeiten muss drin oder so. Und wie das gemacht wird. Was denn hier? Grün, blau, rot. Was ist da? So. Alles klar. So. Neuigkeiten. Okay. Und 3 Beförderungen. Na klar. Wir haben sie ja gerade alle. Oh, Entschuldigung. Im Einen hätte ich jetzt noch mehr Geld geben müssen. Naja. So. Gut. Also diesen farblosen Kameraden, den können wir demnächst behandeln. Alles klar. Da kommt der nächste Notfall rein, lauter Clowns. Oh, hier ist die erste Farbtherapie. Die erste Farbtherapie ist also damit durch. Wird wieder angespritzt von allen Seiten. Mal gucken, was das für ein Screenshot geworden ist. Letzter Krankenhausleiter, Ehrenschänder Krankenhaus. Glückwunsch, Ihr Krankenhaus wurde vom Gesundheitsministerium von Two Point mit 1 Stern bewertet. Ein gutes Zeichen, dass Ihre Organisation anfängt, sich mit Forschung zu befassen. Unsere anfänglichen Notizen legen nahe, offenbar irrtümlicherweise, dass du dieser speziellen Aufgabe nicht gewachsen wärst. Sei versichert, dass der Verantwortliche für so eine fehlgeleitete Bemerkung unverzüglich seine Stelle verlieren wird. Außer natürlich, ach, das war ich. Man mag es kaum, man mag es sich kaum vorstellen. Stürzen Sie sich in weitere Forschungsprojekte, um sich noch mehr Belohnung zu verdienen und weitere anderswo oder erweitere anderswo Ihre Organisation. Mit wohlriechenden Grüßen. So, wir haben den Deluxe-Entleuchter 3 freigeschaltet, die Enzyklopädie-Bücherregal 1 und Flemington. Flemington, ja, haben wir freigeschaltet. Gut, aber wir machen erstmal hier auf Fortfahren. Geld haben wir jetzt eigentlich genug, wir können uns jetzt eigentlich erstmal beliebig groß ausbauen. Jetzt weiß ich noch nicht, was das ist, ob das ein Zimmer ist. Das ist ein Objekt, okay. Also da kann man irgendwo Bücher aufstellen, das bringt sicherlich ganz gut Punkte. Und jetzt haben wir... Der rennt aber schnell, der hat irgendeinen Geist gesehen. Jetzt haben wir die Möglichkeiten, oder zum zweiten Sternekrankenhaus bilden wir wahrscheinlich 10 weitere Mitarbeiter aus und erhalten 2000 Forschungspunkte. Das kriegen wir hin und heilen 50 Patienten. Das kriegen wir auch hin. Also unsere Forschungsärzte, die müssen wir natürlich dann irgendwann aus der Forschung rausziehen und dann noch ein bisschen was anderes nebenbei mitmachen lassen. Wir haben hier noch weitere Weiterbildung benötigt und es ist viel zu tun. Packen wir es an beim nächsten Mal. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich darüber freuen. Bis zum nächsten Mal wiedersehen. Bis dann. Tschüss.